Hallo, liebe Jungfrau, ich begrüße dich zu deiner Winter 2024-2025 Legung. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe auch hier wieder unsere Spinnenfreunde, Hermine und Malfoy und wie auch immer sie alle heißen wollen. Ich finde die einfach so cool, dass die passen irgendwie jetzt in unsere Community hier rein. Und die zwei Schnarchnasen hier nehmen, die sind auch ganz cool, weil das ist so passend für den Winter, ne? Winterschlaf. Auch die Zwerge machen Winterschlaf. Ich weiß nicht, machst du auch Winterschlaf? Wir schauen uns das an, ob du Winterschlaf machst, ja? Also, mit den Weisheitskarten hier werden wir drei Karten ziehen. Die vierte ist die Themenkarte. Geklärt wird diesmal jede einzelne Karte mit einer Neunerlegung. Also, wir gehen heute richtig in die Tiefe, meine Lieben. Und ich habe auch die Seelenbotschaft nochmal mit dabei. Die werden wir dann auch nochmal für jede Karte klären. Und ganz zum Schluss, es lohnt sich dran zu bleiben, werde ich euch eine Manifestationskarte ziehen. Und wir gucken einfach, was der Winter für euch bereithält. Okay? Ich hoffe, ihr seid soweit vorbereitet. Euch geht es gut. Ihr seid stabil, gesund. Wenn nicht, dann werdet es bitte wieder. Und wir gucken jetzt mal, was das Universum für euch bereithält, so für die Jungfrau. Aha, ja, liebe Jungfrau, du hast hier, habe ich das Gefühl, einen Bereich im Winter, wo du die Führung übernehmen darfst. Du hast Führungsqualitäten. Also wenn du keine Führung gerade übernimmst, dann mach dir mal Gedanken, wo in deinem Leben du die Führung übernehmen kannst und darfst. Ich habe hier eine weitere Energie, also die 4 ist entscheidend, 40 Quersumme 4, 42 Quersumme 6. Ich habe das Gefühl, Jungfrau, du sollst aus einem Schmetterlingskokon aussteigen. Also irgendwo, irgendetwas, was für dich die Macht der Gewohnheit war, du sollst irgendwo austreten. Und wir haben die 10, ja, 37 Quersumme 10 Hausputz. Es könnte sein, dass du umziehst. Es könnte sein, dass du dein häusliches Umfeld verlässt, dass du neue Wege gehst, dass du Minimum im Winter in die Planung gehst und dass du ein Stück weit wirklich neue Wege gehen wirst. Ja, und wir haben hier das Thema Zuhören. Also das bedeutet, dass du mehr ins Zuhören kommst, dass du jemanden oder etwas zuhörst. Und ich habe das Gefühl, dass das Universum mit dir connecten möchte oder aber, dass du mit jemandem dich unterhältst, telepathisch, oder du connectest mit deiner Seele, dass irgendeine Information kommt auf dich zu oder möchte zu dir kommen. Also beides oder diese eben gerade genannten Dinge können hier für dich ein wichtiger Impuls sein im Winter. Da fühl bitte mal gerne rein, inwiefern du damit in Resonanz gehst. So, okay, meine Lieben, dann starten wir mit dem Thema Führungsqualität und gucken uns an, was das Tarot für euch zu sagen hat. Da sind einige schon ganz schön nervös. Ich finde das aber niedlich. So, meine Lieben, was haben wir hier? Ja, die Führungsqualität. Das ist eine Frage von Selbstwert. Ja, was bist du dir wert in Bezug dessen, dass du dich nicht mehr regieren lässt, dass du nicht mehr über dich bestimmen lässt, sondern dass du deinen eigenen Wert erkennst und ins Persönliche, in die Selbstermächtigung und ins persönliche Handeln kommst, liebe Jungfrau. Ja, du fühlst es auch schon, ja. Eventuell hast du auch Ängste, in die Stabilität zu kommen. Sowas gibt es auch, ja. Oder wir haben es hier wirklich mit intuitiver Arbeit zu tun. Selbstständigkeit. Und du denkst ganz viel darüber nach. Und dieses Nachdenken ist so, dass du, schaut mal, ihr seid da so ein bisschen blockiert. Da will euch jemand den Kelch reichen, aber ihr seht nicht, dass dieser jemand, der euch den Kelch reichen möchte, dass der für euch aber eine wichtige Unterstützung ist im Bereich deines Selbstwertes.
Hier haben wir es aber auch mit gewissen Heilungsthemen zu tun, liebe Jungfrau. Okay, lasst uns mal weiter gucken. Ja, wichtig ist deine Leichtigkeit, Neuanfang, der Narr. Da kommt der Neuanfang. In Leichtigkeit, einen direkten Neuanfang zu begehen. Das ist das, Führungsqualität. Ne? Irgendwas sollst du hier neu anfangen, liebe Jungfrau. Aus einer alten Geschichte sollst du ausbrechen. Und du könntest sogar in die Stabilität gehen. Wir haben die 4 zweimal. Den Mond, das Ass. Du fühlst es auch schon. Ich bin ganz fest der Meinung, du fühlst es und du traust dir das ein Stück weit nur nicht zu. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Ich will nicht sagen, du tust nur so. Nein, du traust dir das nicht zu, Jungfrau. Zum Beispiel vom Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit zu gehen. Ja, du kannst doch erstmal anfangen, in eine Teilselbstständigkeit zu gehen, zum Beispiel. Ja, du hast hier in der Vergangenheit auch schon mal Samen gesät. Du schaust dir nämlich jetzt die Ernte an. Was hast du auf deinem Konto? Was kannst du umsetzen? Wo soll dein Leben neu beginnen? Wie haben sich die Pflanzen oder die Samen, die du gesät hast, die kleinen zierlichen Pflänzchen, wie haben die sich entwickelt? Ja, es kann auch sein, dass es dein Selbstwert ist. Wie sehr bist du stabil geworden? Weil um eine Führung zu übernehmen, brauchst du auch eine gewisse Stabilität und grundlegendes Eigenvertrauen und Sicherheit. Und wir haben hier noch einen Prozess aus der Vergangenheit, wo du letztendlich mit 3 der Schwerter schon mal etwas begonnen hast. Irgendwas ist dir widerfahren, das kann in der Liebe sein. Dann haben wir hier die Bindungsangst drin liegen. Ja, übernehme die Führung und verarbeite die Altlasten in deiner Beziehung oder in deiner Beziehung zu dir selber. Wir haben hier aber noch einen Schmerz drin liegen. Und dieser Schmerz möchte gerne losgelassen werden. Und du reflektierst aber immer noch, wie sehr bin ich jetzt in die Heilung gegangen, inwiefern brauche ich Hilfe, warum bin ich noch nicht so stabil. Ja, und auch dieser Prozess kostet dich hier, liebe Jungfrau, ganz viel Kraft. Umso mehr du in diesem toxischen 3 der Schwerter bist, umso mehr Kraft musst du aufwenden. Aber es geht ja hier bei dir um die Leichtigkeit, die du hier leben sollst. Um deinen Selbstwert. Oder aber du sagst, ich bleibe mein Leben lang Single. Das ist auch die 9 der Münzen, ist auch die Single-Karte. Du hättest hier aber auch einen Neuanfang drinne mit Stabilität und Leichtigkeit. Aber du sagst, nö, ich habe immer noch Herzschmerz. Und das kostet mich so viel Kraft, dass ich nicht weiß, wie ich da selber rauskomme. Und da ist es wichtig, dass du für dich sagst, okay, ich darf hier die Führung übernehmen, um hier wirklich in die Heilung zu kommen. Und das ist das, was du im Winter nämlich erleben darfst. Denn 2025 wird das Jahr des Loslassens. Autsch, Gong Gong, ich wollte euch nur mal sagen. Also alle alten Themen hier, die ihr hier habt, dürfen losgelassen werden. Weil die passen nicht mehr in die neue Zeit. Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Also alles, was du loslässt, wird für dich leichter werden. Weil wir haben die große Weite. Das kann sein, dass du, wie gesagt, umziehst, dass du beruflich was Neues machst. Da gucken wir jetzt mal rein. Um was geht es denn da? Die große Weite für die Jungfrau. Ja, wieder schneller Neuanfang. Ein feuriger Neuanfang. Wow. Erfolgreich auch noch. Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen, liebe Jungfrau? Also ich würde mal sagen, ich will nicht sagen ab auf die Couch, sondern eher ab ab in die Muckibude. Trainiere dir deine Wut, dein Zorn, dein Hass, dein Groll ab. Und schau, warum du das erlebt hast und was jetzt für dich im Hier und Jetzt, das ist ganz wichtig, du für Möglichkeiten hast. Denn du hättest eine super Chance für einen Neuanfang, erfolgreich. Aber hier haben wir schon wieder dieses Misstrauen. 9 der Schwerter. Schaffe ich das nicht? Traue ich mir das zu oder nicht? Ja, Leute, wenn ihr nicht geht, dann könnt ihr das nicht feststellen. Die Kinder fragen auch nicht, wenn sie Fange spielen, ob sie hinfallen. Dann würden sie ja nie Fange spielen. Und wenn sie hinfallen, gucken sie, ob jemand guckt, um dann zu weinen.
dieser ganze Prozess hier, dieser Neuanfang, liebe Jungfrau, ist für dich eine Lernaufgabe. Wir haben den Pagen der Schwerter. Und der Page der Schwerter ist immer jemand, der eine Lernaufgabe hat. Lernen, bereit zu sein für die große Weite, für den Neuanfang, bereit zu sein für den Erfolg, die Sonne. Es wird eine positive Lernerfahrung. Es ist ein Geschenk, was dir hier bereitsteht. Aber wenn du Schnarchnase immer noch in den drei der Schwerter verharrst, ist nicht böse gemeint mit Schnarchnase, aber ist so, dann kannst du da die Sonne nicht ernten. Du kannst nicht Sonne tanken, wenn du in deinem Kämmerlein sitzt und immer noch rumweselst und rumwimmerst und eine Taschentuchpackung nach der anderen verbrauchst. Also hier heißt es ganz klar, streck mal die Nase aus dem Fenster und guck mal in die große Weite. Da ist Neuanfang, Erfolg. Da ist die Sonne. Das ist die positivste Energie in dem ganzen Tarot hier drin. Und sei mal dankbar für diese neue Lernerfahrung. Da kommt was richtig Tolles. Wenn du es zulässt. Page der Kelche ist eine Position oder eine Energie, die von dir ein Stück weit erwartet, dass du kreativ wirst. Kreativ aus dem Gedankengut rauszukommen. Wie werde ich meine negativen Gedanken los? Was kann ich tun, um nachts nicht mehr wach zu liegen? Könnte ich jetzt sagen, würde das Video sprengen? Also wenn du da Hilfe brauchst, kannst du dich gerne melden. Dann gucken wir uns die Situation bei dir mal an. Fünf der Kelche. Du trauerst immer noch dieser alten Zeit hinterher. Einer Person, einer Situation. Du bist da immer noch nicht vom Kopf her so weit, dass du sagen kannst, ich bin jetzt offen für die Sonne. Du ziehst dich nämlich eher zurück mit den vier der Münzen und sagst, nee, ich mache die fünf der Kelche mit mir selber aus. Ich will keine Hilfe, ich brauche keine Hilfe, ich bin Jungfrau. Du bist egoistisch unterwegs. Hier, der Teufel. Und das ist Ego. Lass dir doch helfen. Aber man kann niemanden zwingen. Wir Menschen haben ja einen freien Willen. Das bedeutet, also ich bin ganz sicher, dass du deinen Weg findest. So ist es nicht. Nur du machst dir jedes Leben selber schwer. Hundertprozentig. Und auch dieses Ego, ne? Das bereitet dir hier schlaflose Nächte. Müsste gar nicht sein. Weil im Rückzug mit der Sonne planst du einen erfolgreichen Neuanfang. Aber diese Lernaufgabe, die blockierst du durch die Vergangenheit. Du bist mit der Vergangenheit noch nicht fertig. Und das ist deine Blockade, die du hast. Und deswegen solltest du zuhören. Okay, den Hausputz. Was haben wir hier mit dem Hausputz? Was ist denn hier überhaupt gemeint? Ja. Neuanfang, Umzug. Du hast alles, was du brauchst. Neue Wege gehen in deiner Energie, langsam und beständig. Ist doch super. Und die Aufgabe, einen alten Zustand zu verlassen. Autsch! Wunderbar. Ach, der Kelche, du verlässt etwas Altes. Du hast keinen Bock mehr auf Ego, du hast keinen Bock mehr auf schlaflose Nächte, du hast keinen Bock mehr auf fünf der Kelche. Super. Das ist doch eine super Entwicklung. Es könnte sein, dass alles, was dich an die frühere Situation erinnert, sei es, dass du noch in einer Wohnung wohnst, wo du mit jemandem ein Verhältnis hattest oder eine Beziehung hattest, dass du da ausziehst, sei es, dass du in ein anderes Land ziehst, in eine andere Gegend ziehst. Hausputz ist immer... Man renoviert, man zieht aus, man zieht um, man verändert sein häusliches Umfeld. Und da hast du alles zu, was du brauchst, liebe Jungfrau. Und du wirst auch wieder sehr charismatisch, aber sehr feminin. Du lebst die viel feminine Seite. Und ich sehe hier, dass du jemanden kennenlernst, der unheimlich gut zu dir passen wird. Und mit dieser Person wirst du neue Wege gehen, liebe Jungfrau. Da kommt jemand. Das bedeutet aber auch, dass du jetzt nicht da sitzt
Und wartest, bis der kommt, weil die Aufgabe, das ist diese Lernaufgabe, ist, dass du deine Vergangenheit klärst. Solange du deine Vergangenheit nicht geklärt hast, bist du gar nicht bereit für jemand Neues. Und da kann auch gar keiner kommen, weil du hast ja die Hände noch in der Vergangenheit. Du hast die Hände, du trägst ein Tablett mit vergangenen Situationen, mit Trauer, mit Wut, mit schlaflosen Nächten. Und solange du dieses Tablett nicht abstellst und sagst, so, ich lege das jetzt hier hin oder ich stelle das jetzt hier hin und bin dankbar für diese Lernaufgabe, die ich hatte, weil die hat mich größer und stärker gemacht. Solange du diesen Weg nicht gehst, bist du gar nicht bereit für was Neues. Aber hier kommt jemand, der mit dir neue Wege gehen will. Königin der Schwerter, Zehn der Kelche. Die Klarheit. Wirst plötzlich, das ist wie als wenn du morgens aufwachst, wirst du bereit sein, diese Situation zu verlassen, weil du weißt, ich habe mir das Leben selber schwer gemacht. Weil ich mir die Vergangenheit nicht angeguckt habe, weil ich nicht verstanden habe, warum ich das gelebt habe, warum ich das erfahren musste. Und du wirst aufwachen und sagen, ich bin jetzt bereit, neue Wege zu gehen. Und darüber wirst du dir im Klaren. Du wirst auch Unterstützung bekommen von einer Königin der Schwerter. Das kann eine Freundin sein, eine Bekannte sein, das kann jemand aus der Familie sein, eine Schwester, eine Tante, eine Mutter. Ja, irgendjemand in der Schwertenergie. Sehr direkt, sehr klar. Und diese Person, die hat was mit deiner Familie zu tun und die liefert dir aber auch deine Wunscherfüllung, deine Klarheit. Also das ist, ich sehe diese, die Königin der Schwerter und die Familie, Zehn der Kelche, sehe ich als Unterstützung. Und diese Person gibt dir auch die Klarheit. So, und dann haben wir den Ritter der Schwerter. Das ist die körperliche Liebe-Energie. Es ist aber auch das schnelle Vorangehen, dass du endlich dir darüber im Klaren wirst, wie ich gerade gesagt habe, diesen Zustand zu verlassen, den ich gerade erklärt habe, um weiterzugehen. Und zwar, das ist wie so ein, jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich den Weg. Ja? So, Jungfrau, dann gucken wir uns nochmal die Führungsqualität an, was da für eine Karte kommt. Für die Führungsqualität. Oh mein Gott. Nee, das ist mir zu viel. Moment. Die Karten sind jetzt geflogen. Ich muss mich mal ganz kurz abstöpseln, falls ich das hier heute noch hinkriege. Die Kraft. Es kostet dich sehr viel Kraft, diesen Zustand zu leben, aber es bringt dich auch danach in eine sehr, sehr kraftvolle Energie. Du bekommst hier wieder einerseits deine Kraft wieder, wenn du aus dem Leiden rausgehst. Andererseits kostet dich das auch ganz viel Kraft, in diesem Leiden zu sein, Jungfrau. Also ich wünsche dir an dieser Stelle das Allerbeste, dass du da wirklich rauskommst. Weil du musst hier ein Lebensstil entwickelt haben, wo du das Leiden überspielst. So, die große Weite. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du kannst. Und mit dem Luftgeist, das ist Schwertenergie. Auch hier die große Weite. Du gehst weiter. Du gehst aus einer toxischen, selbsterbauten Energie, Blockadeenergie. Ich gucke da nicht hin. Ich will es nicht hören. Ich will es nicht sehen. Zuhören. Ja, gehst du aber raus. Dann haben wir einmal die Erleuchtung und wir haben die Familie. Ich sag doch hier Familie. Da kommt eine Person in dein Feld, Königin der Schwerter, die dir die Klarheit gibt, die dir die Klarheit gibt, die Impulse gibt, diesen alten Zustand zu verlassen, die dir erklärt oder den Weg aufzeigt, wie du gehen könntest. Die Erleuchtung aus der Familie heraus.
So, und was haben wir hier als Outcome-Karte? Jetzt könnt ihr euch hinlegen. Neubeginn. Jungfrau ist dabei, einen Weg neu zu bestreiten, neu zu beginnen, etwas Neues zu beginnen, dein Leben zu sortieren, aufzuräumen und neue Wege zu gehen. So, für die Jungfrau. Ich hätte bitte gerne eine Manifestationskarte. Was haben wir denn hier? Lebe deinen Traum. Zuerst im Inneren. Das ist eine spannende Energie. Das ist wie die Fee der Münzen, wo man sich zurückzieht und in die Planung geht. Ja? Lebe deinen Traum zuerst im Inneren. Siehe es in deinem Geist und fühle es in deinem Herzen. Kannst du so, liebe Jungfrau, in deinem Herzen fühlen, deinen inneren Traum? Nee, ne? Also, du siehst, es ist Zeit, hier in die Veränderung zu gehen. Damit du nämlich mit dem Mond wieder ans Fühlen kommst. Also, siehe es in deinem Geist und fühle es in deinem Herzen, bis es sich für dich vollkommen real anfühlt. So dann wird es sich in deinem Leben manifestieren. Also, erstmal die Bereitschaft überhaupt zu haben, das Alte loszulassen. Ja? Dann sich vorzustellen, zu fühlen. Und erst wenn, ich sag immer, wenn Körper, Geist und Seele an einem Tisch sitzen und dinieren, dann hast du ein Problem. Also versuche im Vorfeld, die Dinge mit Körper, Geist und Seele zu klären, damit du nicht nachher ein Problem hast, wo man dich ins Abseits stellt, damit du endlich dein Ego-Thema hier, was du hast, deine schlaflosen Nächte, deine fünf der Kelche, ja, dass du die erstmal bearbeitest. Und das ist nicht eine Situation, die seit gestern ist. So, die Mutti hat gesprochen. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr Hilfe braucht, ihr wisst, ihr seid nicht alleine. Ja, dann könnt ihr euch bei mir melden. Ich bin immer gerne da und helfe euch. Und es ist immer leichter, wenn man jemanden hat, der einen versteht, einen an die Hand nimmt und mit einem gemeinsam durch diese Scheiße geht, auf gut Deutsch. Ja, also meine Lieben, hört schön zu, ja, damit ihr schnell weitergeht in euer Neubeginn. Wenn ihr Unterstützung braucht, holt euch Unterstützung. Also alles Liebe, ich freue mich auf euch und freue mich auf euch, wenn ich euch das nächste Mal hier wieder in einem neuen Video begrüßen darf. Bis zum nächsten Mal. Bleibt stabil. Macht's gut. Tschüss.